Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Das Major-Update für Tram München ist ab heute endlich downloadbar. Das bedeutet, wenn ihr das Ganze natürlich auf Steam habt, wird euer Lotus wahrscheinlich schon selbst ein Update durchgeführt haben. Ich glaube, irgendwas mit 2,2 GB groß war dieser ganze Patch denn. Und ja, mit dabei natürlich, wir sehen's, ein Fahrer, wie wir hier so unschwer sehen können. Wir haben aber nicht nur Fahrer dabei, sondern wir haben auch Passanten jetzt mit auf den Straßen. Die bewegen sich natürlich nicht, die sind halt einfach nur statische Objekte. So ein bisschen wie meine Mannequins, die ich da gebastelt habe, bloß dass meine halt in 2D waren. Und hier haben wir natürlich richtige 3D-Menschen mittlerweile jetzt hier drinnen. Und ja, natürlich kommt währenddessen natürlich noch viele, viele Optimierungen seitens von Tram München und natürlich die neue Linie 27. Das Ganze ist jetzt hier, lasst mich lügen, fahren wir jetzt von Petülring nach Sendlinger Tor aktuell. So ist der Plan. Also neben der Linie 28 haben wir jetzt auch noch die 27 zur Auswahl, die wir jetzt hier dementsprechend fahren können. Zudem wurden natürlich noch viele Multiplayer Options noch hinzugefügt, sodass wir das Ganze dann dementsprechend halt auch noch zukünftig dann auch im Multiplayer fahren können. Vielleicht schon ab morgen. Man weiß es nicht. Das muss man mal jetzt alles schauen, wo die ganze Reise hingeht. Ich muss aber dazu sagen, leider kämpfe ich hier hart mit Performance-Problemen hier auf, wieder mal mit Tram München. Sonst hatte ich eigentlich jetzt, lief es schon nicht so prickelnd. Aber jetzt mit diesem neuen Update ist es natürlich noch ein bisschen heftiger. Klar, das Ganze ist noch Early Access. Je mehr wir voranschreiten, desto mehr Sachen kommen immer neu dazu. Sei es, wie gesagt, jetzt diese 3D-Menschen, die natürlich auch ein bisschen was an Performance nehmen und alles was. Da muss man jetzt nochmal gucken, wo man da jetzt den richtigen Feinschliff sich jetzt holt, wo das Ganze dann dementsprechend halt gut läuft. Das ist natürlich alles eine Frage der Einstellung. Aber ich muss schon sagen, das ist schon teilweise echt grenzwertig, weil ich das Gefühl habe, dass die FPS teilweise schon echt unter 20 FPS knallen. Und das ist natürlich nicht mehr Sinn der Sache, wenn das Ganze so ist. Das weiß man nicht. Ja, ich gehe davon aus, dass das Ganze halt, wie gesagt, weil Lotus an sich ja noch im Early Access ist. Also eine GTX 1080 sollte das eigentlich ohne Probleme schaffen, da nun mal Lotus ja bekannt ist, dass das Ganze ja eher so auf die Grafikkarte geht, statt wie bei OMSI auf den CPU. Da sollte eigentlich mehr drin sein. Müssen wir mal gucken, vielleicht habe ich da irgendwo ein Häkchen drin, was den Lotus-Simulator so ein bisschen in die Knie zwingt. Aber wir wollen uns jetzt erstmal das erste Stück von der Linie 27 anschauen. Wir fahren jetzt mal von Petülring, fahren wir mal jetzt zum Kuhfürstenplatz, glaube war das. Oder Kuhfürstenstraße? Ich glaube, Kuhfürstenplatz müsste das sein. Da werden wir mal jetzt hinfahren und werden uns mal das neue Teilstück der Linie 28 dementsprechend hier mal anschauen. Von daher sage ich mal, aufrüsten angesagt. Und wir sehen schon, ne, also hier auch unsere Nummern hier drinne, ja, unsere Fahrzeugnummer. Und auch hier drin sieht es natürlich echt super aus. Also da gab es ja nie. Ich weiß gar nicht. Ich überlege die ganze Zeit, waren die Monitore hier oben schon? Da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Jedenfalls sind die jetzt auch beleuchtet. Und wie wir sehen, ne, wir sehen jetzt hier, ist leer. Ja, ist absolut leer, da ist keiner drin. So, werden wir mal jetzt erstmal auf jeden Fall hier aufrüsten. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hier hingeht. So. Wunderschön, dann Stromabnehmer hoch mit dir. So, ich habe übrigens jetzt die 64-Bit drauf. Ich hatte gewechselt zwischen der 32-Bit und der 64-Bit-Version, weil mein Trustmaster nicht funktioniert hat. Teils, also jetzt funktioniert es auf einmal in der 64-Bit. Ich verstehe es nicht. Vielleicht jetzt so durch den letzten Update, es kann natürlich sein, dass da irgendwas passiert ist, ne? Dass da irgendwie, joa. Naja gut, wir holen jetzt erstmal unsere Fahrgäste hier drüben ab. Werden wir jetzt mal hinfahren und dann schauen wir mal. Das mit der Performance ist schon echt, echt bitter. Also, das trübt immer so ein bisschen. Aber ich selbst weiß natürlich, es ist Early Access. Ja, und von daher darf es natürlich noch ein bisschen anders laufen als normal. Ich finde, diese Oberleitungs... Guckt euch das an, das sieht echt gut aus. Ja, die ganzen Oberleitungen, die alle miteinander verknüpft sind und alles sowas. Holy shit. Hier sehen wir zum Beispiel auch eines der neuen Updates hier von Lotus. Kurvenschleifen, ja, dementsprechend gibt es diesen Widerstand und der bremst natürlich den Zug aus. Vorher war es ja nun mal so gewesen, dass wenn wir gefahren sind,
mach mal den, kurz mal den Ton ein bisschen leiser, damit ihr mich versteht. Dass ihr ganz normal rumgerollt seid, ohne Wenn und Aber. Jetzt ist es halt so, dass es, wie jetzt wie gesagt, diesen Widerstand gibt und ihr dementsprechend auch ein bisschen ausgebremst werdet, wenn ihr jetzt in Kurven fahrt und alles was. War ja vorher alles nicht drin gewesen, ne? Gab's ja alles nicht. So. Wunderschön. Sind wir jetzt hier angekommen. Und dann lassen wir die Fahrgäste mal einsteigen. Allerdings müssen wir uns erstmal hier unsere Nümmerchen eintippen. 5180 1234, und das Ganze wollen wir jetzt mit Menü 28, nein 27 bitte, danke, 01, genau, Sendlinger Tor. So, dann können wir jetzt nämlich die Fahrgäste einstellen lassen. So. Und jetzt sehen wir nämlich, jetzt sind hier nämlich auch die Fahrgäste drin. Also, da haben sie wieder was gröbtechnisch natürlich sich wieder was einfallen lassen, dass die Fahrgäste dementsprechend dann auch einsteigen. Also, ich muss wirklich sagen, das habe ich jetzt in dem anderen Video jetzt auch schon gesagt gehabt. Das andere Video seht ihr morgen. Dass Tram München sich immer irgendwie was einfallen lässt, was Lotus so an sich noch nicht drin hat. Und das muss man einfach mal loben, ja. Also hier an der Stelle einfach mal ein dickes Lob raus, ja. Dass sie sich halt, obwohl es ein Payware-Add-on ist, ja, ist klar, es kostet Geld und dann erwartet man natürlich auch dementsprechend das ein oder andere. Sie sind aber irgendwie, machen sie das, dass das hier irgendwie sich immer trotzdem noch anders anfühlt als der normale Lotus, ja. Also sie lassen sich da halt diese Sachen halt immer einfallen, diese kleinen Gimmicks, ja, die jetzt dann immer so dazu rutschen. Also das ist mir mal aufgefallen so, ne? Gut, dann wollen wir mal. Wir haben schon wieder Verspätung. Schande. So. Richtung Sendlinger Tor. Sendlinger Tor. Also das ist schon ziemlich cool. Es fühlt sich halt mega, mega interessant an alles. Also Tram München ist für mich, also habe ich ja glaube ich schon ein paar Mal gesagt, es ist auf jeden Fall mega interessant halt auch mal so Straßenbahn mal zu fahren. Jetzt so, wo es natürlich, oh, ja komm, jetzt Pech. Jetzt fahren wir rüber. Statt nur Bus zu fahren, jetzt wie gesagt auch Straßenbahn. Also ich finde das schon cool. Und das sieht auch echt hübsch aus, ne? Wenn man sich das Ganze so anschaut. Ich bin jetzt zwar kein Fan von den Gleisen hier, die sind natürlich ein bisschen sehr eigenartig aus. Aber gut, wenn es nun mal so in München ist, dann ist es so. Dann soll man das auch so lassen, ne? Ja, hier sind immer so ein bisschen diese Ladeschwächen drin. Eigentlich, ja, sind wir jetzt zum Beispiel aktuell keine Gleise. Die müssten eigentlich danach immer geladen werden. Auf jeden Fall, wo ich persönlich wahrscheinlich nochmal was an der Performance sparen könnte oder auch der Entwickler sparen könnte. Seht ihr das, was ich sehe? Das hier könnte man, auch wenn es nicht so toll aussieht, in 2D-Bäume verwandeln und dementsprechend würde das alles schon deutlich performanceflüssiger laufen. Das sind natürlich hier wieder haufenweise Bäume, das ist so ein bisschen wie bei Straßenbahn Forsthausen. Ja, guck mal, hier hinten haben wir sie ja zum Beispiel. Ja? Wenn sie jetzt hier dementsprechend... Sieht zwar nicht hübsch aus, kann ich absolut nachvollziehen, aber aktuell muss man halt um die Performance natürlich hier kämpfen. Jede einzelne FPS muss rausgeholt werden aus dem Lotus-Simulator und da darf auch leider... Meiner Meinung nach ein Addon nicht zurückstrecken danach. Ne? Also, wie seht ihr das denn? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich meine, klar, ich könnte den Lotus-Simulator jetzt auch mega, mega hässlich einstellen, aber
dann kann ich auch Omsi wieder weiterspielen. Verstehst du, was ich meine? Ja, also von daher könnt ihr ja gerne mal so in die Kommentare posten, wo seht ihr denn zum Beispiel noch Verbesserungen hier in dem Addon, wo könnte man noch die letzten Performance-Kittelchen hier rausholen? Es muss. Es gab ja jetzt so in den letzten Lotus-Update ja auch Performance-Patch, also eine Performance-Optimierung. Muss ich persönlich sagen, ist mir jetzt nicht groß aufgefallen. Also das Spielen eben gerade, wo ich selbst schon mal mir so ein bisschen mal in München angeguckt habe, das war nichts, also das hatte nichts mehr mit Performance zu tun gehabt. Jetzt bin ich einigermaßen zufrieden. Jetzt schaut's ganz gut aus. Also es lief deutlich schlimmer. Es lief deutlich schlimmer. Deswegen ist es immer so eine Sache, man muss das Ganze immer so ein bisschen anpassen. Jedes Mal, wenn du neu spielen willst, musst du erstmal versuchen, die Einstellung anzupassen. Dann musst du auch gucken, was willst du fahren, welche Karte willst du fahren. Ja, das sind dann halt so die Sachen, die man dann immer noch ein bisschen anpassen muss dann. Ja, aber so an sich, wie gesagt, also ist schon absolut auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Ich muss sagen, ich finde das Addon ziemlich großartig. Jetzt ist ja auch noch das gekommen, was sie ja vorher angekündigt hatten. Das Ganze kostet jetzt nicht mehr 30 Euro, sondern 35 Euro. Also jetzt ist, glaube ich, der Deal ist raus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Für dieses Addon, also jetzt gibt es keine 5 Euro Rabatt mehr. So hättet ihr dann nochmal 5 Euro sparen können, weil ihr hier nochmal zugelangt hättet. Sendlinger Tor. Ja, also das ist schon beeindruckend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, jetzt auch von der Performance bin ich jetzt gar nicht jetzt gerade so abgeschreckt. Also es lief gerade. Wahrscheinlich war es noch total irreführende Einstellung oder sowas. Es ging gar nicht. Also es hätte muss noch so gefehlt, dass die Fehlermeldung kommt, ihr Spiel läuft unter 10 FPS. So diese typische Omsi-Meldung. Kennt ihr die? Habt ihr die auch schon mal gehabt? Dann wisst ihr, welche Meldung ich hier meine. Ach, ja. So, was natürlich noch dazu gekommen ist, in dem neuen Update hier in Dreimünchen, der Weichenschalter, sodass wir jetzt die Weichen aus dem Zug raus jetzt steuern können, nicht mehr nur mit der Taste G oder sowas, sondern dass wir jetzt halt die Möglichkeit halt dementsprechend haben, wirklich jetzt hier zu sagen, wir stellen jetzt die Weichen um alles sowas. So wie es halt bei dem GT6N funktioniert, ne, über das IBIS. Ja, ich glaube, das hier mit dem Weichenschalter links und rechts. Nordbad. Eine 5 Minuten Verspätung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die hier Straßenbahn fahren in München. Die müssen da durchballern bis zum geht nicht mehr. Damit du hier keine Verspätung reinbekommst. Oder sowas. Vielleicht sind wir schon zu spät. Nee, eigentlich nicht. Ne? Eine halbe Minute zu spät war das gewesen. Stehe ich hier zu lange? Das müssen sie aber auch schon mit einberechnen, finde ich. Denn halt die Stehzeiten.
Oh, 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 oh. Jetzt gerade alles kaputt gemacht. Gerade versehentlich auf den Knopf raufgekommen, wo ich hätte nicht raufkommen sollen. Während der Fahrt die Türen öffnen, macht sich nicht so geil. Sendlinger Tor. Ja, also wie gesagt, das alles ist wie gesagt der neue Content, der mit dazugekommen ist hier in Tram München. Jetzt kommen wir nämlich gleich wieder am Kurfürstenplatz an. Das ab dahin ist es ein bekanntes Stück. Auch hier hat man natürlich weiterhin dran gearbeitet. Ne? Man hat die letzten Sachen rausgeholt, ja, also die letzten leeren Flächen praktisch bebaut, auch am Sendlinger Tor. Die große Baustelle, die ja da ist, die haben sie nochmal ein bisschen ausgefeilt. Sogar jetzt mit beweglichen Objekten und alles, was so, dass Baggerköpfe sich bewegen, Kräne sich bewegen, Krane wollte ich sagen, Kräne. Also, Tram München, wie eh und je, wieder mal mit einem Update dahergekommen, wo man wirklich sagen muss, holy the Waldfee, das ist wunderschön. Die lassen sich halt wirklich immer irgendwie noch so ein kleines Schmankele immer so einfallen. Ja, und natürlich, dass jetzt dementsprechend die Menschen jetzt mit dazugekommen sind, ist natürlich ein neues Ding. Ne? Also das war die Überraschung wahrscheinlich, gehe ich mal stark davon aus. Denn es wurde ja von einer Überraschung gesprochen, dass es jetzt die Menschen halt sind, kann man eigentlich schon wahrscheinlich davon ausgehen, dass es das ist. Und da kommt der Kurfürstenplatz. Sehen wir schon, ne? Lotus müsste mal kurz mal wieder laden, weil ich habe das so eingestellt, dass er bei mir halt immer nur im Stand lädt. Damit die Fahrt nicht so ruckelhaft wird. Ach ne, hier sind wir falsch, okay. Hier geht's gar nicht raus. Was ist denn das denn für eine Haltestelle? Kurfürstenplatz, wer hält denn hier? Die Linie 12, ja. Bus hält hier 53, 59, N44 Ringlinie. Okay. Entschuldigung, dann habe ich das hier verwechselt. Interessant, ne? Es ist gut fürs nächste Mal. Hier weiß ich gar nicht, funktioniert das hier? Bei der Anspielsession hat das jetzt hier nicht funktioniert. Oh doch. Alles gut. Da war meine Anspielstation irgendwie schon kaputt gewesen. Keine Ahnung. Ihr seht, ne? Also wir müssen immer jetzt ein bisschen gegensteuern, wenn wir hier um die Kurve fahren wollen. Wenn wir einfach nur rumgleiten, ist nicht mehr. Ja, und somit sind wir an der Haltestelle Kurfürstenplatz angekommen. Also ihr seht, ne, es ist auf jeden Fall wirklich neuer Content mit dazugekommen. Wir sehen ja auch wieder die neuen Schilder, die mit dabei sind für die Weiche, dass wir sie jetzt halt aus dem Fahrzeug raus vorher steuern können. All das Update ist schon, muss man sagen, wirklich, wirklich groß. Es ist halt wirklich ein Major-Update, ne? Also ziemlich coole Sache, wieder mal von View App. Muss man einfach mal ganz fest sagen, hier super gemacht. Elisabethplatz.
So. Gerät leider defekt. Hier hat sich sonst nicht wirklich viel getan. Hier haben wir nochmal das mit den Rampen und alles was, ne? Ja, ja, es ist schon ziemlich großartig. Das war nochmal Glück, ein Unglück. Zwangsbremse, Halteschalter, Leistungsbegrenzung, Fahrstrombegrenzung. Wahnsinn. Können wir sogar die Helligkeit einstellen. So, dann. Achso, wahrscheinlich deswegen die Zwangsbremse, weil ich die komplett runtergezogen habe. Ja, es ist ja nun auch bekannt, dass jetzt morgen ja der Multiplayer-Modus jetzt für Lotus in die öffentliche Beta übergeht. Hatte ich ja dazu ein kleines Infovideo dazu erstellt. Ja, bin mal gespannt, was so, welche Strecken vorhanden sein wird. Auf jeden Fall mindestens die Diorama-Karte. Manch einer geht sogar davon aus, dass es sogar Tram München sein wird, die dann zukünftig dann jetzt auch mal im Multiplayer fahrbar sein wird. Das stelle ich mir auf jeden Fall richtig interessant vor, weil ich bin mal auf die Performance an sich so gespannt, nicht von eurem Spiel jetzt, sondern wie es zum Beispiel aussieht bei den anderen, wenn ihr zum Beispiel jetzt tatsächlich jetzt mal so eine Ruckepartie jetzt erlebt oder sowas, wie sieht es jetzt zum Beispiel bei den Kollegen denn aus? Springt der Zug denn so ein bisschen wie bei dem Eurotruck-Simulator denn hin und her oder wie wird das Ganze denn so gehandelt werden? Da bin ich mal gespannt. Die Diorama-Karte, ja, die sollte eigentlich überall laufen, ne? Das ist jetzt nicht so performance-hungrig. Bei München stelle ich mir das allerdings schon wieder extrem anders vor. Oh, das haben sie hier neu gemacht, Pinakotheken. Das ist neu. Das sieht auf jeden Fall deutlich anders aus als in der letzten Version. Also in dem letzten Tram München-Video, was wir auf jeden Fall gefahren sind. Das sieht mir neu aus. Ich glaube, hier fährt der Bus lang, ne? Hier. Hier. Müsste doch der Bus langfahren, ne? Also der Omsi-Bus halt, ne? Vom Omsi-Eddon. Müsste da durchfahren. Familienplatz.
So, richtig schön geschmeidig hier reingefahren. What is this da? Was leuchtet denn hier? Wahrscheinlich liegt das jetzt an meiner Grafikeinstellung, würde ich fast behaupten. Hier sind wahrscheinlich so eine Scheinwerfer auf den Boden gerichtet. So, aber irgendwie sind die Scheinwerfer nicht vorhanden durch die etwas niedrige Grafikeinstellung. Aber der Scheinwerfer wird da sein. Das ist auf jeden Fall interessant. War zufällig gesehen halt, sah aus, als ob da irgendeine Wasseranimation läuft oder sowas, so kleiner Springbrunnen, irgendwie sowas. So, die Otto-Straße. So. Ich schaffe es einfach nicht, hier perfekt zu halten, dass ich hier immer diese weiße Markierung treffe mit der ersten Tür. Schande. So, wir sind gleich am Sendlinger Tor. Denn schon wieder Ende der Fahrt. Auf der Linie 27. Die neue Linie. Jetzt, wie gesagt, in dem Major Update neu dazugekommen. Somit, wie gesagt, zwei komplette Linien. Jetzt im Tram Addon München. Einmal die 28, einmal die 27. Beide bis zum Sendlinger Tor. Und man sieht halt wirklich, finde ich persönlich, und da spreche ich wahrscheinlich nicht komplett alleine, sondern für viele andere auch. Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5. Dass sich hier deutlich, wirklich, wirklich deutlich richtig Mühe gegeben wird hier in dem Addon. Klar, wie gesagt, jetzt sagt der eine oder andere, das muss so sein, weil es ist ein Addon. Ja, aber wir hatten in geraumer Zeit für andere Simulatoren schon Addons gehabt, die deutlich schlechtere Qualität gezeigt hatten. Und von daher, ja, finde ich, das ist das denn nicht mehr selbstverständlich. Denn halt, ne? Klar, das erste Addon. Das ist schon natürlich ein absolutes Highlight. Ich bin mal sowieso gespannt. War ViewApp nicht auch einer der ersten gewesen, der ein Payware-Addon für OMSI erstellt hat? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so 100% sicher. Straßenbahn hat Vorrang. Ja. Mit diesen Wien-Addons. War das nicht auch? Also meiner Meinung nach sind die auf jeden Fall als erstes gelistet, wenn du dir die OMSI Addons anschaust. Also gleich als erstes. Danach kam erst X10 oder sowas. Oder Hamburg und dann X10. Kommen da Parallele auf? Wo bleibt denn unser Berlin Addon? Bitte sehr. Aber es kommt ja vom Entwickler selbst. Von daher... Also, wir Berliner müssen da einfach dann noch ein bisschen Geduld zeigen, aber es kommt auf jeden Fall Berliner Zeugs für uns und da freue ich mich mega drauf. So, das sieht doch schon mal echt spannend aus hier.
Gut, ich muss sagen, die Performance hat sich doch nochmal in den Griff bekommen. Bin ich eigentlich mega glücklich drüber. Hab schon gedacht, dass, dass es eine Ruckelpartie wird jetzt mit dem Aufnehmen, aber nö, das ging noch ganz gut. Und ihr seht, also es ist schon, das sieht schon mega, mega nice aus, also. Gleis 2 Richtung Sendlinger Tor, Richtung Pinakotheken. Die sind aber falsch rum, oder? Was haben wir hier? 28 Schaltplatz, ja, genau. Ah, hier, die 27. 27. N16, N27. Also ist doch auf jeden Fall Potenzial da. Ich sehe gerade, dass ich gerade gefragt werde, ob ich morgen dabei bin mit der Eröffnungsfahrt im Multiplayer. Ich versuche es natürlich, ja, dabei zu sein. Wenn es jetzt natürlich nicht zu spät ist oder zu früh ist oder sowas, man weiß ja nicht. Ich selbst habe trotzdem Kinder. Und, ja, natürlich. Also wenn es natürlich besteht, dann will ich das Ganze auch streamen, dann, damit ihr dann natürlich dabei sein könnt und euch das mal anschauen könnt, wie das Ganze denn so im Multiplayer aussieht. Denn vielleicht, denn, wie gesagt, auf eine Strecke, die nicht nur so in dem Richtung in meinem Kreis ist. Hier, seht ihr, ne, diese riesen Baustelle hier. Das ist schon mega nice hier. Ja, und das war's dann schon wieder mit der Folge heute hier. Mit dem neuen Major Update der Linie. Nein, mit dem Addon Tram München. Mit der Linie, zusätzlich mit der Linie 28, 27, die jetzt dabei sind. Ich fahre jetzt einfach mal hier rüber. Ich habe 10 Minuten Verspätung einfach, weil ich so viel quatsche. Ach ja. So, alles aussteigen. Somit sind wir hier an unser Ziel angekommen. Hier Schaltplatz via Karls. Jetzt geht's weiter auf der Linie 28 scheinbar, ja. Interessant. So, ja, das, wie gesagt, ist das neue Major-Update jetzt hier aus dem Addon Tram München. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ein kompletter neuer Streckenabschnitt mit dabei. Also eine vollständige Linie wurde hinzugefügt. Weitere Performance-Optimierungen wurden durchgeführt. Und natürlich neuer Schnickschnack, wie hier zum Beispiel die Menschen und so weiter. Wir haben einen Fahrer drin. Aber ich meine, ne, das hätte es jetzt nicht sein müssen, aber es ist okay. Vielleicht kann man ja da irgendwo später nochmal diese Möglichkeit hinzufügen, dass man dann das zum Beispiel so ein bisschen deaktivieren kann. Die haben sogar hier Menschen reingesetzt. Großartig. Also das ist so Liebe zum Detail, muss ich sagen. Liebe zum Detail. Die ganze Baustelle bewegt sich ja hier. Das ist fantastisch. Ja, hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr natürlich Ideen, Verbesserungsvorschläge oder sonstiges habt oder euch was aufgefallen ist, was mir persönlich nicht aufgefallen ist, denn, wie gesagt, auch da nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein und nur weil ich jetzt nicht gebimmelt habe, es tut mir leid, aber ich bin nicht so ein Bimmler. Von daher, ja, aber geblinkt habe ich diesmal. Das habe ich hingekriegt. Ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part hier, nächsten OMSI-Video wiedersehen.
Vielleicht, wie gesagt, morgen Livestream hier auf im Multiplayer. Versuche ich dabei zu sein bei der Eröffnungsfahrt des Multiplayers. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ich euch dort wiedersehe. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze denn vonstatten geht. Denn damit verabschiede ich mich auf jeden Fall. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da. Und sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss!